Herzlich willkommen im Kräutergarten des Stiftes Geras, hier im Norden des Waldviertels. Ich freue mich, dass Sie hier einen Einblick tun können in unseren reichen Schatz an Heilpflanzen, an herrlicher Natur, aber auch gleichzeitig an alter traditioneller Kultur. Gärten liegen im Trend. Und Österreichs Klöster haben eine Vielzahl an wunderbaren Oasen der Entschleunigung und der Stille zu bieten. Wir haben zwei Paradiese besucht, um herauszufinden, was das Besondere an Klostergärten ist. Ein klösterlicher Kräutergarten ist immer ein ganzheitlicher Garten, der nicht nur auf die physischen Notwendigkeiten hinweist, die der Heilung bedürfen, sondern der auch auf die seelischen Regungen einen Deut gibt, eine Brücke baut und den Menschen einlädt, auch die Seele mit den Heilpflanzen eben zu behandeln oder gar zu heilen. So erfahren die Besucher im Schaukräutergarten des Stiftes Geras viel mehr als die bloße Wirkungsweise der Pflanzen. Wenn hier der Breitwegerich steht, der hier so prächtig ausgebildet ist, dann ist das für mich ein sehr schöner Lehrmeister. Der Wegerich steht nämlich am Weg, wie schon sein Name es sagt. Wenn ich nun ein Wegerichblatt nehme und es umdrehe, dann legt diese Pflanze die Nerven blank und sagt mir, schaue mal deine Nerven an oder ich kann dir etwas geben, wenn deine Nerven blank liegen. Mit dem Wissen des Kräuterpfarrers bekommt Pflanzenkunde eine ganz neue Dimension. Ganz anders ist der Garten im Stift Altenburg im Waldviertel gestaltet. Hier haben die Benediktiner in jahrelanger Arbeit einen Garten der Religionen angelegt. Du, wer immer du bist, das ist die Einladung des heiligen Benedikt an alle. Wer kommt, ist willkommen. Wer kommt, wird aufgenommen, wenn er nur bereit ist, sich menschlich zu verhalten. Und so laden wir ein zur Suche, zur gemeinsamen Wurzelsuche, die Suche nach Gott. Und wir haben hier die Möglichkeit, wirklich mit allen in einen gleichwertigen Dialog auf Augenhöhe einzutreten. Eine prächtige Gartenlandschaft lädt zum Verweilen, aber auch zum Nachdenken ein. Wir haben uns hier im Wesentlichen auf Weg- und Wassersymbole konzentriert und versucht, in diesen Symbolen das Zueinander darzustellen. Dass die unterschiedlichen Religionen in Dialog eintreten können, das ist unsere Grundüberzeugung. Aber es werden auch Dornen und Hindernisse auf dem Weg des Dialogs aufgezeigt. Uns verbindet viel mit allen Religionen, aber eigentlich ganz viel mit dem Islam. Und das haben wir versucht hier darzustellen. Und die Schwierigkeiten. Uns trennen die Theologie, der Felsblock hier vorne, der für das Glaubensbekenntnis steht, wo wir viel Gemeinsames, aber eben auch Trennendes haben. Die gemeinsame Geschichte, der Stein aus dem Kreuzgang des Klosters, Mittelalter, was hier alles unaufgearbeitet geblieben ist und das, was ganz aktuell jetzt aufblüht, Attentate, politische Extremismen, die verletzen. Aber mit gutem Willen bleibt der Weg offen und wir können, wenn wir wollen, miteinander im Gespräch sein. Der Garten der Religionen ist ein Plädoyer für die friedliche Auseinandersetzung mit Andersgläubigen. Der Brunnen symbolisiert unsere Osterkerze. Taufe ist Erlösung, ist Befreiung, ist Angstfreiheit. Und ohne Angst dürfen wir denen begegnen, die von Gott anders reden als wir. Das Stift Altenburg hat aber auch noch andere Gartenerlebnisse zu bieten. Zwischendurch immer wieder kostenloses Blütenduftbad, erfrischt und belebt. Eine verborgene Oase der Stille gibt es auch. Wir befinden uns hier im Kreuzganggarten, im ältesten Garten unseres Klosters, beim ältesten Brunnen. Hier die mittelalterlichen Dimensionen. Der Kreuzgang weist hin auf die Kleinheit der Gemeinschaft, auf die Kleinheit der Anlage im 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert. Und von hier aus ist das Kloster gewachsen. Und Wachstum kann man auch in vielen anderen Gärten im Klösterreich erleben.